So, ich habe jetzt mittlerweile, lasst mich nicht lügen, ich habe 4 Teile von Elex hochgeladen auf YouTube. Bin jetzt beim 5. Teil. Stehe hier gerade frisch vor dem Berserker Fort und habe versucht hier reinzukommen. Die wollten mich nicht reinlassen. Und jetzt muss ich gucken, wie ich hier da reinkomme. Das ist mein aktueller Stand. Hört man irgendwie nichts oder bin ich doof? Bleib hier stehen. Doch, man hört was. Ich wollte gerade sagen. Irgendwie kein Sound. So. Du schon wieder. Lass mich durch. Schwer von Begriff, wie? Der Boss will keine Leute in der Stadt, die nach Ärger aussehen. Komm schon, der ist doch harmlos. Du kennst die Anweisung. Ohne guten Grund hat dein Hintern in der Stadt nichts verloren. Ach ja? Eine große Hilfe bist du nicht gerade. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du hilfst also nicht. Woran das wohl liegt? Ich brauche Unterstützung gegen die fremden Invasoren. Du, ich, die ganze Welt. Glaubst du, diese Stadt ist ohne Grund befestigt? Das heißt trotzdem nicht, dass wir jeden reinlassen. Wenn dir etwas Besseres einfällt, dann raus damit. Aber hör auf, mich so strafend anzusehen. Also die ist die ganze Zeit gegen mich, ne? Das ist eigentlich die Freundin von ihm. Oder die Frau. Aber die ist einfach Arsch. Ich will mich euch anschließen. Nee, eigentlich noch nicht. Das wird hier... Mit 20 Stärke drohen, jawohl. Ja, komm, ich drück mal das. Ich will mich euch anschließen. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Zieh eine Nummer. Seit wir auf dem Vormarsch sind, wollen immer mehr was vom Ruhm abhaben. Schmarotzer und Taugenichtse bilden da die Mehrheit. Wie ein Schmarotzer sieht er aber nicht aus. Trotzdem. Ich will jetzt nicht wegen 50 Splittern da rein. Sehr gut. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Und wie genau soll das ablaufen? Erzähl mir von den Unruhen im Vor. Es ist so einfach wie ermüdend. Wir Berserker haben momentan wieder sehr viele Feinde. Was du tun wirst, ist die Frage. Die Frage kannst du dir selbst beantworten. Das hilft mir nicht. Ach ja? Du hilfst also nicht. Ich denke gar nicht daran. Ich bin für die Außenareale zuständig und als Orakel im Fort lediglich in beratender Funktion tätig. Du bist das Oberhaupt der Berserker von Tavar. Und du bist viel zu lange nicht mehr bei uns gewesen. Dich kennt doch kaum jemand im Fort. Und wenn ich dich bevorzugt behandle, gibt es bloß wieder Getuschel. Das kann ich mir im Moment nicht leisten. Ist so schon kompliziert genug. Ja, super. Wenn die mir nicht hilft... Muss ich jetzt mal eben gucken. Also, wir haben das Lager hier. Fenris. Dann gibt es hier drüben noch eins. Bei Khan und dort oben. Ich glaube, dann werde ich erstmal fix rüber dahin. Teleportiere ich mich halt hier hoch, laufe da rüber und gucke mir das mal von der Nähe aus an. Gibt es noch einen anderen Eingang? Da unten am Südtor. Lock. Zutritt ins Fort. Die Torwache Garda lässt mich nicht ins Fort der Berserker. Ich könnte mich unterhalb des Forts mal umhören. Wenn ich dort jemanden finde, der mir einen Auftrag erteilt, der ins Fort führt, sollte ich die Torwache passieren können. Ah, okay. Unterhalb, was? Ich könnte mich unterhalb des Forts mal umhören.
So. Kommst du jetzt wieder mit oder nicht hier? Mitkommen. Na gut. Mal ganz kurz die Einstellungen checken hier wegen Musik. Audio. Das kann ich alles mal hochsetzen, so. Was haben wir denn da? Sind da irgendwelche Bauern? Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, die Outlaws nicht komplett von hier zu vertreiben. Wie meinst du das? Wir haben ihnen unsere Rüstungen gegeben, sie wie Berserker angezogen und lassen sie unsere Setzlinge pflegen. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich Berserker sind. Ich weiß einfach nicht, ob wir diese Grobmotoriker wirklich an unsere heiligsten Pflanzen lassen sollten. Das ist alles. Berserker, Berserker. Brauch irgendeinen Name-Typen. Und Wasserschläuche reichen? Natürlich, den Rest kriegen wir unterwegs. Sollte ich Dex nicht doch besser ins Vorbringen, anstatt ihn bei Dawkins zu lassen? Ich meine, er war einmal unser aller Erzfeind. Der Mann macht mir keine Angst. Sieh dir an, was er tut. Er scheint den Menschen tatsächlich helfen zu wollen. Und das Vor ist momentan nicht sicher. Anschläge und sonstige Unruhen waren in letzter Zeit keine Seltenheit. Ich fühle mich besser, wenn der Kleine unter unserer Kontrolle bleibt. Hier wird gekämpft. Haben die schon platt gemacht? Nein, die haben dich schon besiegt. Ich wollte die XP noch schnell mit abgreifen. Scheiße. Okay, wieder zurück. Also, ich muss jetzt gucken, dass ich hier irgendjemanden finde, bei dem ich einen Auftrag krieg. Der Duke braucht dich. Der Duke ist gefallen, der Ford ist gefallen, seid gefallen. Das alles sind Lügen. Kommt in den Krater, schließt euch dem neuen Duke an. Wir werden ihnen zeigen, was wahre Freiheit bedeutet. Ihr habt Informationen, ihr habt Waffen. Wir bezahlen euch für alles, was ihr uns bringt. Okay. Verstaut eure Wertsachen. Seit geraumer Zeit hat sich eine Gruppe Banditen in der Nähe des Forts breit gemacht. Es sind bereits Sachen entwendet worden. Das Problem wird von unseren Wachen alsbald gelöst. Bis es soweit ist, gilt es, die Augen offen zu halten. Jo. Okay. Da hinten stehen noch welche rum. Jetzt sind hier nur Arbeiter. Wache, toll. Wie bitte? Und ein Eimer und zwei Rechen letzte Woche. Das erfahre ich jetzt. Wie wollt ihr das Feld bestellen, wenn euch das Werkzeug fehlt? Erklär mir das. Heißt das, wir haben Pause? Ihr geht mir nicht eher vom Feld, bis ich es sage. Und wenn ihr die Erde mit den Händen umgraben müsst, zurück an die Arbeit. Ja, aber bleib mal hier. Ich kann jetzt nicht. Muss arbeiten. Okay, der will nicht mit mir reden. Wie oft muss ich den Wachen noch sagen, dass Fremde auf den Feldern nichts verloren haben? Die Setzlinge sind empfindlich. Sag jetzt nicht, du wurdest eingeteilt, um zu arbeiten. Ich sehe keine Ausrüstung. Also, ich höre. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Sieh an. Dann verrate mir mal, was es mit den Begriffen Trockenperiode, Säuregehalt und Schädlingstoleranz auf sich hat. Ist das denn wichtig? Das fragst du noch? Nicht zu fassen. Damit das klar ist, Herumtreiber haben hier nichts verloren. Und ich kann keinen weiteren Trampel zwischen den Setzlingen gebrauchen.
Als Setzer werde ich dich also nicht einstellen. Für dich habe ich etwas anderes im Sinn. Mhm. Eine Aufgabe, die nur etwas Muskelkraft erfordert. Sonst nichts. Ja, das kriegen wir hin. Wie kann ich dir helfen? Da hier ständig etwas zu Bruch geht, muss Ersatz her. Goliath schickt von Zeit zu Zeit passende Gerätschaften. Geh also ins Fort. Lasse soll sie dir aushändigen. Er ist der Schmied und lagert das Zeug für gewöhnlich. Oh, siehst du, dann komm ich rein. Das ist alles? Naja, vielleicht musst du ein paar Mal hin und her laufen. Aber das bekommst du schon hin. Ich darf also annehmen, dass du dich darum kümmerst? Warum werden die Geräte in die Schmiede gebracht, wenn sie auf den Feldern gebraucht werden? Weil wir hier unten keine Mauern haben. Darum. Wir wollen es etwaigen Langfingern ja nicht zu leicht machen. Was wir hier unten an Geräten haben, ist kaum einen Splitter wert. Hast du sonst noch Fragen oder bewegst du dich langsam mal? Ich besorge dir die Werkzeuge. Halt dich aber nicht zu lange beim Schmied auf. Er trinkt gern mal einen. Und wenn du sie hast, sei vorsichtig mit den Haken. Lässt du sie fallen, kann es leicht sein, dass... Ich mach das schon. Wenn die Wache am Tor Probleme macht, sag ihr, du handelst in meinem Auftrag. Sie wird dich dann durchlassen. Okay, jetzt so, kommen wir rein. Ich muss mich jetzt wieder um... Ansonsten wird das hier bald ein großer Komposthaufen sein. Passt. Und wenn man uns nachstellt? Bin mal gespannt, wie teuer Ausrüstung ist. Ich hab ja noch nichts Besonderes. Wieder 100 XP mehr. Hinten ist noch einer. Für meinen Bogen habe ich leider keine Pfeile mehr. Brauche unbedingt mal Pfeile. Das ist eigentlich Totenkopf, ne? Jetzt macht ihr mal platt hier. Wo hat die denn hingepfeffert hier? Okay, ab zurück. Also dafür ist die Frau hier ganz praktisch. Ja, am Anfang als Hilfe zum Fighten. Gut XP. Wo hier irgendwas mitnehmen? Irgendwas? Nein. Kurz oben auf den Turm schauen, ob da vielleicht eine Kiste ist oder so. Nein, aber... Ey, Militärrucksack. Den will ich haben. Was haben wir hier? Jawoll, fette Armbrust. Reißzahn. Gucken wir doch mal, was braucht die denn? Boah, die kann ich schon anziehen. Ja, geil. Vielleicht Bolzen? Ah, ein paar Bolzen habe ich sogar. Ein bisschen Geschicklichkeit gelevelt, also deswegen hatte ich jetzt Glück, dass ich sie anziehen kann. Mal direkt checken hier. Oh ja. Natürlich.
So, und jetzt lass mich rein. Du schon wieder. Ich habe mitbekommen, dass ihr Probleme mit Banditen habt. Sieh einer an. Lesen kann er auch. Hast wohl den Aushang gefunden, wie? Das Gesindel ist eindeutig zu weit gegangen. Niemand nimmt ungestraft unsere Leute aus. Braucht ihr Unterstützung bei der Sache? Nein, wir kümmern uns schon darum. Du hingegen bist gut beraten, deinen Kopf unten zu halten. Angenommen, ich mische mich trotzdem ein. Was dann? Legst du es darauf an, dass man eine Grube für dich aushebt? Die Nummer überlebst du nicht. Also spekulier erst gar nicht auf eine Belohnung. Kurz gesagt, halt dich raus. Muss mal ganz kurz. Irgendwie, ach, ich wundere mich schon, warum es die ganze Zeit der Sound so leise ist. Ich sollte im Windows vielleicht den Sound ein bisschen höher machen. Ah. Ich soll Werkzeuge für Thorhild bei Lasse abholen. Daraus wird nichts. Goliath hat keine Werkzeuge geschickt und es sieht auch nicht danach aus, dass sie es tun werden. Sag ihr, sie muss sich woanders Ersatz besorgen. Du lässt mich also nicht passieren? Erraten. Schon wieder nicht. Ich will mich zum Verrecken nicht einlassen, ne? Den Sackratte. Ich bin nicht gut genug. Nein. Speicher mal lieber, falls ich jetzt hier was klau. Haus leer hier. Was war das? Leitfaden des Schürfens. Erfahrung. Jawohl. Da ist immer noch keiner. Gehen wir hier auch noch schnell rein. Nicht. Knochen. Oh, beschädigte Armbrust. Sehr geil. Und Schrott. Perfekt. Das Tresorcodes. Streng geheim. Hinweis an alle. Denkt dran, jede Woche den Code zu ändern und hier zu dokumentieren. Für ein Tresorcode. Oder wo ist ein Tresor? Nicht für die Truhe. Ja, geh mal weiter. Los, tschüss. Probleme? Hat das gesagt? Ich
kannst aufhören zu schleichen, ich hab dich gesehen. Ja, ist ja gut. Okay, wo könnte denn ein Tresor sein? Hier vorne ist noch eine kleine Hütte. Glaube ich aber nicht. Transportanweisung. Okay. Naja, hier ist nichts. Na. Das wollte ich nicht. Da ist noch eine Truhe. Aber auch stehlen. Ja, mach noch mehr Lärm. Bist du etwa? Tresor. Speicher mal eben. Inventar. Wo ist der Zettel? Acht geht nicht. Okay, dann ist es schon mal nicht die 8. Nochmal gucken. Block. 2063. 0 geht auch nicht. Okay. Vier neun zwei eins. Das war nichts. Okay. Gibt's nur noch einen. 1898. Eins. Ach, nee, geht ja auch nicht. Hä? Jetzt doof. Fünf, acht. Ging nicht. 2-0 ging auch nicht. 4-9-2-1. Das war nichts. Ist doch nicht. Eins, acht, neun, acht. Mal kurz gucken, wenn ich die 1 drücke, ob ich dann... Nö. Komisch.
Will nicht. Anderer Tresor ist hier nicht mehr. Ach, da unten ist die Tante, die, mit der muss ich ja sprechen. Ihr seid zu nachlässig. Warum können Fremde die Felder ungehindert betreten? Habt ihr keine Augen im Kopf? Sagte Frau, sag einfach, um wen es geht und wir kümmern uns darum. Das habe ich längst erledigt. Und den süffisanten Ton wirst du in meiner Gegenwart umgehend ablegen. Ab sofort haltet ihr die Augen offen. Noch so eine Verfehlung und ich sorge dafür, dass ihr die Felder bestellt. Genau. Richtig so. Goliath hat keine Werkzeuge geschickt. Was? Wer hat das gesagt? Garda, die Torwache. Das fehlte mir noch. Wie sollen wir uns um die Setzlinge kümmern, wenn es an den einfachsten Mitteln mangelt? Ständig kommen neue Probleme hinzu. Aber gut, es wird sich eine Lösung finden. Nun zu dir. Falls du vorhattest, über diesen Weg ins Fort zu gelangen, Pech gehabt. Ich will aber nicht undankbar sein. Darum rate ich dir, stell dich in Scrappys Dienst. Aufträge, die er vergibt, führen immer dazu, dass die Torwachen dich passieren lassen. Scrappy. Halt dich einfach südöstlich der Felder. Am Ende der Schlucht, die das Fort trennt, findest du seinen Schrottplatz. Alles in allem bist du nicht so unnütz, wie ich es erwartet hatte. Das Ergebnis mag bescheiden sein, aber das kann ich dir nicht anlasten. Bevor ich es vergesse, nimm das hier. Auf unseren Feldern empfiehlt sich eine praktische Kleidung. Und mir scheint, du kannst sie gebrauchen. Hm. Einfache Berserkerkleidung. Nice. Na endlich. Und was ist dein Problem? Müssten wir morgens oder abends den Setzlingen... Ich hab es doch schon tausendmal erklärt. Okay, also südöstlich hat die gesagt. Ständig muss ich mich wiederholen. Schrottplatz. Ich dachte, wenn ich... Ich sehe, was passiert, wenn du denkst. Los, weiter. Kann ich mir ja markieren, ne? Ach, hier unten. Alles klar, den Weg durch. Machen wir das mal. Gucken wir die ab. Scheiße. Schon geschossen. Nein, daneben! Das war wohl ein Satz mit X. Ich glaube, ich habe nur noch einen Bolzen. Muss ich mir unbedingt welche kaufen. Kommen die nächsten. Oh, der hittet aber ganz schön. Mal eben speichern. Lass mal ein. Jawohl, neue Stufe. Das ist aber jetzt ein bisschen sehr laut gewesen, ne? Gucken. Neue Stufe. Ich habe jetzt wieder 10 Punkte. Ich werde an diesen Klopfer hier drankommen. Den habe ich gefunden. Und zwar brauche ich, was? 24 Konstitution und hoffenweise Stärke. Was habe ich denn noch? Da brauche ich alles Konstitution für, ne? Schädigtes Langschwert. Stärke und Geschicklichkeit.
das jetzt mal so. Ich mach mal 20 Geschicklichkeit, 20 Konstitution, 30 Stärke, so. Die nächsten Punkte muss ich dann, glaube ich, erstmal in Intelligenz setzen, damit ich Waffenschmied weiter leveln kann. Wir sollten mal mit Fenris reden wegen der Klippen. Wieso? Sieh sie dir doch mal an. Die sehen aus, als würden sie jeden Augenblick runterbrechen. Muss ja nicht sein, dass Scrappys Arbeiter hier erschlagen werden. Sollen wir gleich zu ihm gehen? Der sieht gefährlich aus. Lass mal, ich regel das irgendwann. Da musst du nicht dabei sein. Kämpf mal gegen den. Boah. Wow! Kommt der hier hoch? Seltsam. Oh, Scheiße. Kacke. Das war nicht gut. Die down? Jo, sie ist down. Also. An dem komme ich erstmal nicht vorbei, würde ich sagen. Oder? Wo will der hin? Oh ja, da muss ich hinterher. Komm. Nee, doch nicht. Ich hab gedacht, der läuft vielleicht da ins Lager und dann machen wir den mit den ganzen NPCs platt, aber nee. Nein. Hinterher! Bleibst du wohl hier? Es geht los. Ah, da ist er. Jetzt läuft er wieder zurück. Nein! Da soll er nicht hin. Jetzt ist er wieder komplett runtergedackelt. Diese. Wenn er jetzt wieder vollgeheilt ist, dann muss ich außenrum. Ja, der ist vollgeheilt, okay. Dann gehen wir außenrum. Komm. Lass ich mal gucken. Wow. Die hat einen Schlag gekriegt, sehr schön. Ah, komm mit. Vorne sind NPCs. Komm. Da. Noch ein bisschen. Komm. Noch ein bisschen. Wie lockig. Ja, komm. Mach den platt. Darf ich nur selber nicht sterben. Da unten ist er. Die sind jetzt weitergegangen. Wollen die mich verarschen?
nein, er hat einen Plot gemacht. Perfekt. Aber ich habe keine XP gekriegt. Ich habe keine XP gekriegt, schade. Naja, immerhin ist das Monster weg. Kann ich jetzt da durchgehen. Daraus wird nichts. Ich habe keine Hacke. Okay. Ich will mal unbedingt eine besorgen. Scrappys Truhenschlüssel. Jawohl. Ich liebe das, ne? Die ganze Zeit nach Stuff hier rumsuchen. Ist genau mein Ding. Gut genug. Bremsrakete. Oh, nice. Ich noch mal tief fallen, das ist gut. Oh, habe ich irgendwas übersehen da noch? Oh ja. Gott. Du weißt schon, dass ich dich sehe. Ja. Mir aber egal. Typ. Wein. So, und jetzt müssen wir Scrappy suchen. Berker, wo ist er? Hey, hier findest du halt echt überall was, ne? Das ist unglaublich. Ah, da wird er sein. Hilt von den Scheißfeldern, um beim Scheiß-Scrappy Scheißmetall zu schleppen und jetzt schmeißen die mich auch noch raus. Scheiße! Dass ich von diesem Ungeziefer Scrappy überhaupt Befehle annehmen muss, ist ja schon schlimm genug. Der Typ, den ich damals aus dem Vor geschmissen habe, weil er mal wieder Stims geklaut hat, dem Scheiß-Suchtbolzen. Und Red, der genauso. Wie zur Scheiße konnte es passieren, dass dieser Scheiß-Mare hier Chef geworden ist? Ich halte das echt nicht mehr aus. Hey, Willi! Die Kolonne zur Mine wartet schon auf dich. Bist du soweit? Ja, ich komm ja schon. Willi? Hat der mich echt grad Willi genannt? Ich glaube, ich muss ja bald ein bisschen morden gehen. Naja. Cooles Audiolog. So, jetzt sollte ich langsam alles haben hier. Klopapier, passt. Kann man immer gebrauchen. Jetzt wollte ich gerade fast stehlen, ey. Also. Scrappys Truhe. Da ist er doch. Sag mal, da beißt mich doch ein Raptor. Sehen meine alten Augen das richtig? Jax? Du erinnerst dich an mich? Na klar, du alter Haudegen hast mich doch damals gesucht, weil ich Stims vom Doc geklaut hab. Würdest mich einbuchten, da vergesse ich nicht so einfach. Wie ist es dir ergangen? Und du bist nicht nachtragend wegen damals?
Ach, quatsch nicht rum. Du hast mir damals das Leben gerettet. Weißt du das? Wegen dir bin ich nicht mehr an meine Stims rangekommen. Hast ja keine Ahnung, wie mich das genervt hat. Aber sieh mich an. Mit Rüstung und allem. Dass der olle Scrappy sich mal so macht, hätte ja wohl keiner gedacht. Aber genug davon. Was führt dich zu mir? Du hast dich also den Berserkern angeschlossen. Ja, das war wohl die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Als Red an die Macht kam, hat er den ollen Scrappy nicht vergessen. Hat mich zum Boss der Materialbeschaffung gemacht, wie er es nennt. Kannst du mir was über das Schürfen beibringen? Kannst du mir was über das Schürfen beibringen? Klar, was willst du wissen? Ah, okay, ja. Ja, das haben wir doch. Geil, lernen. Sehr nice. So, Waffenschmied brauchst du noch 10 Stärke, 10 Konstitution. Munition herstellen. Gerissenheit 30, ey, boah. Wasserknacken kann er mir nicht beibringen, okay. Aber das könnte ich jetzt auch lernen. Ist schon mal gut. Was haben wir hier? Tiertrophäe. Ah, das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wo ich eigentlich mal Sachen herbekomme. Zähne und Klauen, ja. Erlaubt die besondere Trophäen aus Tieren zu erbeuten. Das muss ich unbedingt lernen. Warum hat Brad ausgerechnet dir den Job gegeben? Weißt du, das habe ich mich auch gefragt. Ich denke, Red weiß, dass er immer auf mich zählen konnte. Hab ihm nie Böses gewollt oder so. Hätte bestimmt bessere für den Job gegeben, aber ich beschwere mich nicht. Und jetzt mache ich das, was ich eh am besten kann. Ich kümmere mich um den Schrott, sorge dafür, dass die Eisenklopper bei der Schmiede genug Metall haben und zeige den Neulingen, wie man Eisen aus dem Berg haut. Was? Hast du Arbeit für mich? Na hör mal, klar habe ich Arbeit für dich. Ist sowieso gut hier zu arbeiten. Der Zutritt ins Fort wird nicht jedem erlaubt. Sollte dann aber kein Problem mehr sein. Ich brauche noch Leute in der Mine. Ist schon ein bisschen her, dass ich die letzte Lieferung gekriegt habe. Wäre gut, wenn du mal hingehen könntest und mal schaust, was die so lang brauchen. Kannst auch ein bisschen aushelfen, wenn die Probleme haben. Würdest du das für mich tun? Ja, dann gehen wir mal ein bisschen Minenarbeiten. Kein Problem, ich arbeite für dich in der Mine. Du wirst das nicht bereuen. Geh einfach südöstlich von hier am Weltenherz vorbei. Ist nicht schwer zu erkennen, ist ein großes Loch im Fels. Komm wieder zu mir, wenn du Neuigkeiten hast. Weltenherz, okay. Ich speichere mal eben. Dann gucken wir mal noch, ob ich... Aha, okay. Machst du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Ich muss warten, bis mal Nacht ist oder so, dass der da verschwunden ist. Dann kann ich das auch leer räumen. Ich glaube, ich brauche noch was, ne? Ich habe keine Spitzhacke oder sowas. Ist die Frage. Also erstmal gucke ich jetzt, wo das sein soll, wo ich hin muss. Unter Tage. Zack. Karte. Ach, hier unten. Eisenmine. Ja, dann gehen wir hier rüber. Dann passt's. Alles klar. Auf zur Eisenmine. Oder, Moment, stopp. Ich hab eine andere Idee. Guck nochmal eben fix bei dem Elex-Spot, den wir eben gerade gesehen haben. Ob ich das jetzt schon abbauen kann, ob der
oder ob ich wirklich ein Werkzeug dafür brauche. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber wer weiß, ich habe es ja jetzt gerade gelernt, dass ich schürfen kann. Kann ja sein, ich kann es jetzt abbauen. Mal sehen. Daraus wird nichts. Nee, ich brauch's Werkzeug. Okay.